In diesem Video möchte ich dir eine sehr gesunde und koffeinfreie Alternative zu Kaffee vorstellen. Dieses Getränk eignet sich nicht nur, um eine kurze Kaffeeentwöhnung durchzuführen, sondern auch, um mehr Bitterstoffe in die Nahrung auf unkomplizierte Art und Weise zu integrieren. Bist du gespannt, was das ist? Dann bleib dran! Um das es heute gehen wird, ist Zichorienkaffee. Von allen koffeinfreien Alternativen, die ich persönlich getestet habe, kommt dieser Zichoriengeschmack, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, meiner Meinung nach dem eigentlichen Kaffeegeschmack am nächsten und schmeckt auch wirklich am besten. Zichori ist auch bekannt unter dem Namen der gemeinen Wegwarte und das Getränk nimmt seinen Ursprung bereits im 18. Jahrhundert. Damals wurden die gerösteten Zichorienwurzeln dem normalen Bohnenkaffee einfach ein bisschen beigefügt, um ihn natürlich etwas bitterer zu machen, dunkler und natürlich auch ein bisschen billiger, um aber auch nicht so viel von diesen teuren Kaffeebohnen verwenden zu müssen. Aber Zichori ist nicht nur eine billige koffeinfreie Alternative zu Kaffee, sondern es ist tatsächlich auch eine Heilpflanze. Es gibt beispielsweise Aufzeichnungen über die heilenden Wirkungen von Zichori, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Besonders wertvoll an der gemeinen Wegwarte, obwohl der Name so fies ist, ist der hohe Gehalt an Bitterstoffen. Was ist aber eigentlich so cool an Bitterstoffen? Warum sind die so wichtig? Naja, Bitterstoffe fördern den gesamten Verdauungsprozess, indem sie vor allem deine Gallensaftproduktion so richtig ankurbeln. Und diese ist wirklich essentiell für eine funktionierende Fettverdauung. Haben wir dann genug davon, dann funktioniert auch unsere Fettverdauung sehr gut. Und wir fühlen uns einfach nach dem Essen nicht so schwer und aufgebläht. Und nur dank einer gut funktionierenden Verdauung können wir auch tatsächlich alle Nährstoffe, die da drin enthalten sind, gescheit aufspalten und dann gut absorbieren. Und jede einzelne Zelle kann nur so eben optimal mit den für sie notwendigen Nährstoffen versorgt werden. An dieser Stelle ein kleiner Tipp von mir, also so mache ich das persönlich immer, nach einer sehr großen Mahlzeit, vor allem wenn diese auch relativ fettreich war, trinke ich super gerne einen Zichorienkaffee. Das hilft mir wirklich, mich nach dem Essen einfach nicht so aufgebläht zu fühlen und auch nicht in so ein Fresskoma zu verfallen. Ich fühle mich danach einfach wirklich viel fitter und vitaler und es ist wirklich keine Einbildung, ich habe das sehr oft ausprobiert. Verdauung läuft irgendwie viel reibungsloser ab. Übrigens wirken sich die Bitterstoffe aber auch sehr gut auf unsere Lebergesundheit aus. Und ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Zichorienkaffee im Vergleich zu anderen koffeinfreien Alternativen, wie zum Beispiel Gerstenkaffee oder Roggenkaffee, natürlich auch glutenfrei ist. Ein weiterer echt toller Vorteil ist, dass in dieser Pflanze sowohl im Kraut selbst als auch in den Wurzeln neben diesen Bitterstoffen auch sehr viele Flavonoide und auch Spurenelemente wie zum Beispiel Eisen, Mangan und Kupfer enthalten sind. Und das finde ich eben besonders super, denn eigentlich ist Kaffee genau nicht so gut wie Eisenresorption. Also es hemmt tatsächlich die Eisenresorption im Körper. Aber Zichori, das fördert sogar die Eisenresorption aus unserer Nahrung. Und vor allem für Frauen, die eben viel öfter als Männer unter Eisenmangel leiden, denen empfehle ich immer diesen einfachen Switch von Kaffee zu Zichorien-Kaffee, weil man einfach damit seinen ganzen Eisenhaushalt nochmal richtig gut unterstützen kann. Da die Pflanze auch recht robust gegen Krankheiten und andere Schädlingen ist, kommt es auch nur selten zum Einsatz von Pestiziden. Außerdem wächst diese Pflanze auch in unseren Breitengraden. Das heißt, sie muss auch keine langen Transportwege zurücklegen, bis sie bei uns in der Tasse landet. So, ich hoffe, du hast jetzt inzwischen auch richtig Lust auf eine Tasse warmen, leckeren Zichorienkaffee bekommen. Dann flitzen wir jetzt gleich mal in die Küche und dann zeige ich dir mal, wie ich meinen Zichorienkaffee mir selber zubereite. Das Prozedere, wie ihr euren eigenen Zichorienkaffee zubereitet, ist eigentlich genau das gleiche wie mit einem ganz normalen Kaffee. Für Ideen, wie man den Kaffee nachhaltiger sich selber machen kann, ohne
viele Pads benutzen zu müssen oder Kaffeekapseln. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das Video werde ich einfach oben in der Infobox nochmal verlinken. Ich tue einfach ein bisschen Wasser reinschütten, eben in meine italienische Kaffeemaschine. 2 gehäufte Teelöffel, ein bisschen nach Gefühl, manchmal ein bisschen mehr, von diesem Zikorienpulver rein. Also das ist einfach, im Beutel habe ich es gekauft, gemahlene Zikorienwurzel. Und dann werde ich das ganz normal aufkochen und sobald es kocht, in eine Tasse umschütten und warten, bis es abkühlt. Aber was ich ziemlich cool finde, was ich zumindest als Geschmacksverstärker oder also als Aroma gern habe, ist, wenn ich ein bisschen Zitronenschale, also da wäre es am besten, wenn ihr Bio-Zitronen verwendet, mir davor noch ein bisschen Kleinhacksel und das dann einfach übergieße mit diesem Zikorienkaffee. Das mache ich auch eigentlich mit normalem Kaffee oft auch ganz gerne. Und dann lasse ich das einfach ein bisschen durchziehen, dann hat es so ein angenehmes, ja, Zitronenaroma. Und wenn er danach noch ein bisschen abgekühlt ist, euer Zikorienkaffee, dann gebe ich persönlich auch noch gerne ein bisschen wirklich nochmal frischen Zitronensaft rein. Den gebe ich nicht rein, wenn es siedend heiß ist für das Vitamin C, damit das nicht kaputt geht. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal einen richtig tollen Geschmack. Müsst ihr aber nicht machen. Ihr könnt natürlich auch einfach nur bei dem puren Zikorienkaffee bleiben. So, jetzt weißt du auch schon, was du mal zwischendurch oder am Abend als Alternative zu Kaffee trinken kannst und wie es dir gelingt, auch auf leichte Art und Weise mehr Bitterstoffe und andere gesundheitsfördernde Nährstoffe in deine Nahrung zu integrieren. Ich hoffe, du konntest wie immer einen Mehrwert aus diesem Video für dich selbst mitnehmen. Und wenn du jemanden kennst, der ebenfalls von der Information aus diesem Video profitieren kann, dann hab keine Scheu und teile gerne dieses Video mit dieser Person. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Bleib fit und gesund und bis übernächste Woche Dienstag. Tschüssi!